So, herzlich willkommen an alle, die jetzt mit mir gemeinsam ein Gulasch kochen möchten. Das ist so ein Basisgulasch, was wir öfters im Hacklabor freitags kochen für alle Mann, da das leider jetzt nicht geht. Heute mal als Stream und vielleicht mag ja jemand das nachkochen. Man kann das dann immer noch verfeinern mit weiteren Zutaten. Die Zutaten, die wir brauchen, sind Rinderfleisch und Schweinefleisch, jeweils halb-halb. Wer mag, kann auch 60-40 mischen. Ich persönlich bevorzuge normalerweise eine 60-40er Mischung, mehr Rind als Schweinefleisch. Und 5 bis 6 Zwiebeln. Dazu kommt dann noch ein bisschen Buttermilch zum Ablöschen nachher, ein bisschen Paprika, edelsüß oder scharf, je nach Geschmack, Pfeffer und Salz. Das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen, um das Gulasch zuzubereiten. Als erstes schauen wir uns einfach mal das Fleisch an, wie das aussieht, und entfernen, wenn noch vorhanden, Sehnen oder Fettreste, wer das halt nicht mag. Auch wird Gulasch unterschiedlich groß geschnitten, das scheint recht gut zu sein. Notfalls muss man halt das Gulasch einfach nochmal zerkleinern, um halt so ein Handstück groß, also solche Würfel zu bekommen. Um nachher das alles gemeinsam kochen zu können. Normalerweise würde ich jetzt schon anfangen, das Fleisch anzubraten und in der Zwischenzeit die Zwiebeln machen. Da ich ja momentan nur eine Cam habe, werden wir als erstes mal Zwiebeln schälen. Jedenfalls mal die Hälfte davon. Nehmen wir das Fleisch weg. Zwiebeln schälen gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Einfach Zwiebeln schälen. Das zu sehen? Nee, ich muss weiter nach vorne. So. Ich mache das mal oben ab. Unten ab. Schneid's einmal ein und zieh dann die Haut runter. Keine große Sache. So, das Zeug tun wir gleich weg. Haben wir jetzt mal in die Mülltüte gelassen. Naja, tun wir es nachher weg. Die nächste. So, ich muss mal wieder auf Twitch gehen. Mal sehen. So. So, die zweite. Eine machen wir erstmal noch. Und die anderen beiden brauchen wir eh später. So, dann schneiden wir die Zwiebeln in große Stücke. Also nicht viel Aufwand machen, um die klein zu schneiden. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und fertig. Eins, zwei. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich eben auf vier gekommen bin. Achso, wir haben es mal halbiert. Ja. Also das Gericht hier ist halt für 3 bis 4 Personen, halt von der Menge her. Kriegt vielleicht auch noch eine fünfte satt, wenn man eine Kartoffel mehr schält. So, jetzt sind wir fertig mit den Zwiebeln vorbereiten. Jetzt können wir schon anfangen, das Fleisch einzubraten. Ich hoffe, das klappt und meine Kamera spritzt nicht allzu sehr zu bei dieser Sauerei, bei dem Fleisch anbraten. Ich drehe mal die Kamera auf den Topf.
So sollte alles gut zu sehen sein. So, jetzt machen wir den Topf auf der größten Stufe, auf der größten Platte an, mit Voll Power. Füllen dann ein bisschen Öl ein. Das hätte ich mir vielleicht mal hinstellen sollen, da wo ich auch hinkomme mit meinem Headset. So, jetzt haben wir ein bisschen Öl. Also ich verwende ganz normales Sonnenblumenöl. Und lassen das schön heiß werden. So, dann brauchen wir als nächstes das Rindfleisch. Das Schweinefleisch bleibt erstmal noch draußen vor. Ja, ist nicht zu sehen. Naja. Wir müssen noch mal warten, bis der Topf heiß ist. Hätte ich auch schon vorher anmachen können. Naja, kann ich in der Zwischenzeit die restlichen beiden Zwiebeln schon mal fertig machen. Jetzt als nächstes kommt ja gleich die Frage der Fragen. Zwiebeln zuerst oder Fleisch zuerst? Aber ein richtiges Gulasch kann es nur werden, wenn das Fleisch zuerst reinkommt und die Zwiebeln dann. Ja, sollte nicht allzu komplex sein, einen Gulasch zu machen. Es gibt nur einen Punkt, wo du halt das versauen kannst, indem du es einfach anbrennen lässt. Und wenn es angebrannt ist, ist es einfach bitter und dann kannst du es letztendlich wegschmeißen. Aber du musst halt bis zu dem Punkt gehen, kurz bevor es anbrennt, um den richtigen Geschmack zu kriegen. Aber ansonsten kannst du ja in dem Gulasch nicht viel verkehrt was machen. Schweinkarl. Schwerinkarl, ach, jetzt habe ich es richtig gelesen. Nur gucken, ob das schon heiß ist. Brauche noch ein klein wenig. Könnte jetzt passieren, dass ihr gleich nichts mehr seht und ich auch nicht. Ich habe nur eine kleine Küche ohne Abzug und das wird ein bisschen blau werden erstmal im ersten Moment. Das gibt sich dann aber. Kann noch ein bisschen. Wichtig ist jetzt, das Fleisch reinzutun und auf keinen Umstand, also auf keinen Fall umrühren. Einfach den Schmerz aushalten, dass man nicht rühren darf. Einfach das Fleisch braten lassen. Ja, Wemo, wir machen auch was mit Hack. Aber nicht heute. So, jetzt scheint das gut heiß zu sein, das Fett. Ja. Jetzt können wir halt das Rindfleisch reintun. Und das jetzt ordentlich anbraten lassen, wie gesagt, ohne umzurühren. Wenn sobald ihr rührt, zieht das Fleisch Wasser und es dreht nicht mehr. Also anbraten lassen, bis es fast verbrannt riecht. Also dass es schon so anfängt, so leicht zu riechen, als wenn es anbrennt. Einfach ein bisschen warten, Bierchen dabei trinken. Wie gesagt, normalerweise nutze ich die Zeit, um in der Zeit halt die Zwiebeln zu schneiden und zu pellen, wenn das anbrennt.
Immer noch nicht umrühren. Kann man dann so langsam das Schweinefleisch mit hinzugeben. Bisschen Küche aufräumen nebenbei. Ist auch schon erledigt. Immer noch nicht rühren. Sagt, ihr riecht das. Also ihr merkt einfach, dass es so langsam anfängt, verbrannt zu riechen. Erst dann anfangen umzurühren. Nein, immer noch nicht. Ja, ich habe einen Kompressor darüber gelegt und einen Noise-Filter über das Mikrofon. Ich hoffe, dass das WLAN nicht zu doll ist. Also meinst du, es ist noch nicht angebrannt? Oder riecht er noch nicht so? Das dreht immer noch an auf höchster Stufe. Nichts gemacht weiter. Nur das Fleisch rein. Du meinst, fängt das so an, so langsam an, verbrannt zu riechen? Und jetzt können wir halt einmal umrühren, die ganze Geschichte. Und ihr seht, es tut sich sofort Flüssigkeit unten sammeln. Jetzt kann dann die erste Hälfte der Zwiebel mit hinzugegeben werden. Und ihr seht jetzt, nach dem Rühren kommt sofort der Bratensaft raus. Deswegen so lange wie möglich warten mit dem Umrühren, umso saftiger bleibt euer Fleisch. Jetzt machen wir das Spielchen noch zweimal. Einmal, bis das jetzt alles verkocht ist und dass das Fleisch richtig angebraten ist von beiden Seiten. Dann werden wir ein Viertel der Buttermilch aufkippen. Und das auch nochmal so weit runter reduzieren, dass es wieder fast ansetzt, also wieder fast anfängt anzubrennen oder verbrannt zu riechen. Das dauert jetzt so einen kleinen Moment.
bis das wieder verkocht ist. Schauen wir noch, was im Kühlschrank so drin ist. Naja. Jetzt ist gleich die Flüssigkeit ziemlich zerkocht und beginnt wieder langsam an, unten sich anzusetzen. Ja, langweilig, so ein Gulasch zu kochen. Nix Bier ablöschen. Ja, abgelöscht mit Bier wird, aber nicht im Gulasch. Buttermilch kommt dann jetzt im Einsatz. Übrigens ein Rezept von meiner Schwiegermutter. So, jetzt geht's so langsam los, dass das Wasser alles weg ist. Dass man das Schweinefleisch noch ein bisschen mit anbraten, damit es ein bisschen Farbe kriegt. Da gibt es wieder ein bisschen aufpassen, dass euch das nicht anbrennt. Wie gesagt, es muss kurz vorm Anbrennen sein, aber nicht anbrennen. Weil diesen bitteren Geschmack kriegt ihr nicht wieder los. So, jetzt ein Viertel von dem Becher mit Buttermilch angießen. Rühren, dass sich der Bodensatz gut löst. Jetzt kann dann schon Salz hinzu.
Frag mich bitte nicht, wie viel. Das mache ich immer aus dem Handgelenk. Das probiert man nachher, ob das salzig schmeckt oder nicht. Und tut noch ein bisschen mehr Salz hinzu. Pfeffer. Und Paprika. Also je nachdem, wie stark euer Paprikageschmack ist oder ihr haben wollt, mehr oder weniger. Jetzt lassen wir das nochmal kurz einkochen, bis die Flüssigkeit wieder weg ist. Weil ihr seht, hier unten wird das schon richtig jetzt braun. Also richtig ein dunkles Gulasch wird das werden. Jetzt können dann auch die restlichen Zwiebeln hinzu. So, und jetzt halt aufpassen, dass es nicht anbrennt, ne? Das ist die Milch fast weg. Die Buttermilch. Das Fleisch ist damit jetzt richtig eingetunkt. Mit den Gewürzen und der Buttermilch. Jetzt nochmal ganz kurz, bis es so leicht anfängt, angebrannt zu riechen. Mal wieder rühren. So, der Rest ist jetzt recht simpel. Die restliche Buttermilch auffüllen. Den Becher mit Wasser voll machen. Hinzugeben. Noch einmal umrühren. Einmal kurz probieren. Das schmeckt leicht säuerlich, das kommt halt durch die Buttermilch. Bei mir fehlt noch ein bisschen Salz. Eine Prise Zucker. Wirklich nur eine Prise. Da komme ich jetzt nicht ran. Hätte ich vorher dran denken sollen. Wirklich nur eine Prise Zucker, nicht mehr. Deckel rauf und bei kleiner Hitze 1,5 bis 2 Stunden köcheln lassen. Dann letztendlich ist das, wenn das fertig ist, nochmal abschmecken, nochmal gucken, ob das mit Pfeffer, Salz, Paprika so hinhaut. Bei Bedarf halt andicken, obwohl die Zwiebeln, wenn die jetzt zerkochen, werden das mit ansämen. Also je nachdem, wie flüssig, also wie viel Soße man haben möchte, lässt man das entweder Stück nachher noch ein Stück einkochen und macht dickt überhaupt nicht an. Ansonsten halt ganz normal entweder mit Speisestärke, die in Wasser gelöst ist, oder halt, wer es ganz simpel mag, nimmt halt den dunklen Soßenbinder, ne? Ja, das wäre so das Simpelste, was man machen kann, um Soßen anzudicken. Wer das nicht hat, kann auch Mehl nehmen.
Butter ein bisschen weich machen und einen Esslöffel Mehl mit Butter mischen. Also einen Esslöffel Butter, einen Esslöffel Mehl und den zusammenmischen. Das nennt sich sozusagen ein Mehlbutter. Und dann kann man das auch mit Mehl andicken. Das hat den Vorteil, dass es dann, weil es in der Butter gebunden ist, keine Klümpchen gibt, wenn ihr das hinzufügt später. Wie gesagt, jetzt kocht das. Ich halte das jetzt runter. Bei mir ist das auf Stufe 2. Das soll halt nur so vor sich hin köcheln. Und im Prinzip, wenn das Fleisch weich ist, ist das Gulasch letztendlich fertig. 2 Stunden später. So, jetzt sind es circa 2 Stunden vergangen. Und das Gulasch hat sich vor sich hergekocht. Jetzt müssen wir es noch andicken. So sieht es momentan aus. Nochmal probieren. Kommt noch ein bisschen Salz mit dran. Schauen wir, ob das Fleisch gar ist. Ja, lässt sich gut im Löffel zerdrücken. Jetzt halt noch ein bisschen andicken. Nochmal aufkochen lassen. Und fertig ist unser Gulasch.